und herzlich willkommen von der IFA aus Berlin. Wir sind gerade bei HTC am Stand und haben uns das Desire X mal gegriffen, was HTC dieses Jahr vorgestellt hat. Hier haben wir das in weiß mit dieser blauen Umrandung von der Kamera. So wird es auf den Markt kommen, aber auch in schwarz komplett. Und hier unten am Schriftzug sieht man schon, Beats Audio ist wieder mit von der Partie. Das Desire X ähnelt doch sehr stark dem Desire C, klar eine Familie, aber es hat doch etwas größere und bessere Hardware verbaut, wie zum Beispiel ein 4 Zoll Super LCD Display mit einer Auflösung von 480 x 800 Pixeln. Das Desire C hat ein 0,5 Zoll kleineres Display mit einer auch schlechteren Auflösung von 320 x 480 Pixeln. Hinzu kommt ein Dual-Core-Prozessor, 1 GHz Taktung, 768 MB Arbeitsspeicher. Hinten haben wir eine 5-Megapixel-Kamera, die hat jetzt auch Funktionen, von der, zum Teil Funktionen von der One-Serie mitbekommen, wie die Shutter-Funktion, ja, also das heißt, man drückt hier und es werden mehrere Bilder direkt hintereinander gemacht. Unten kann man dann auswählen. Android 4.0 läuft hier drauf und wie man sieht, klar HTC Sense-Oberfläche, hier in der Version 4.1. Ein 1650 mAh starker Akku ist verbaut, hinter dieser Klappe, die man abnehmen kann. 9,3 mm ist es dünn, wiegt 114 Gramm. Und wird ab Mitte September für 299 Euro zu haben sein. Und da ist auch dann wieder nicht die Parallele zum Desire C, was mittlerweile schon für unter 200 Euro zu haben ist. Ja, das war's hier vom HTC-Stand. Bis zum nächsten Mal. Okay.